Es ist wunderbar, heute am Leben zu sein. Preis dem Herrn. Es ist Gnade, heute am Leben zu sein. Ich habe heute Morgen gebetet, Jerry, und ich habe gesehen, es ist ein, also es ist schwierig, hier Menschen zu Jesus zu bringen. Ich bin ein Evangelist, ich durfte schon etwa 5.500 Menschen zu Jesus bringen, weltweit. Und hier ist es schwierig, Menschen zu Jesus. Sind ja schon alle bekehrt hier. Kennen alle Jesus. Aber ich habe gesehen heute Morgen, wie ich gebetet habe, ein Schwamm, weißt du, ein trockener Schwamm, wie dieser Sand, wie diese Erde hier. Viele von uns, wir haben Hunger und Durst. Wir wollen mehr von Gott. Darum sind wir hier. Darum waren wir gestern Abend hier. Und die Bibel sagt, selig sind die, die Durst haben, die Hunger haben nach Gerechtigkeit. Weil dieser Hunger kommt ja von Gott. Hast du Hunger nach mehr von Gott? Dieser Hunger kommt von Gott. Und Gott wird ihn sättigen. Selig sind sie, denn sie werden gesättigt werden. Halleluja. Gott hat angefangen, diesen Hunger zu geben. Und es wird zunehmen. Wir haben gestern gesprochen bei David, wie er Pastor geworden ist hier. Und ich habe ihm gesagt, nicht David, Jerry. Jerry ist Pastor geworden hier wie David. So rum. Weil alle haben gedacht, das muss dieser erste Arnold Schwarzenegger sein. Der erste Sohn von Isai. Die professionellen Soldaten, die Starken, die Ausgebildeten. Sogar der Prophet Samuel hat gedacht, der muss es sein, der muss es sein, der muss es sein. Nein, Gott wählt anders. Gott hat die Schwachen erwählt. Gott hat die Verachteten erwählt. Gott hat die erwählt, die vor der Welt nicht sind. Amen. 1. Korinther 1. Das, was die Welt verachtet hat, um die Weisheit der Welt zu Schanden zu machen. Weil wir haben eine Weisheit von Gott bekommen, die höher ist als wir selbst. Wir haben etwas bekommen von Gott, das besser ist als alles, was die Welt zu bieten hat. Amen. Und darum wählt Gott anders als wir, als die Welt. Gott hat dich erwählt, damit du schwach bist. Weil der Schwache sage, ich bin stark. Wenn ich schwach bin in mir selbst, ist Gott stark in mir. Und das will er tun, hier, in deinem Leben, in diesem Gebiet. Er will diesen Schwamm, der trocken ist, der Hunger, der Durst hat, füllen mit Regen, mit Gnade. Herr, deine Gnade, sie fällt auf mein Leben, wie der Regen im Frühling fällt. Haben wir gesungen gestern dieses Lied. Dieser Gnadenregen soll fallen auf dein Leben, damit deine Schwäche stark wird, damit deine Armut reich wird, damit deine Traurigkeit Freude wird, damit deine Schmerzen geheilt sind. Wir haben schon einige Zeichen und Wunder hier gesehen. Der Junge ist gerannt gestern, ganz normal, und vorher ist er nur auf den Zehenspitzen gelaufen. Viele haben Schmerzen direkt weggegangen, als sie gebetet haben. Weil Gott will unseren Körper heilen, er will unser Herz füllen, er will uns neu machen, durch und durch. Wenn die Kraft Gottes auf dich kommt, wirst du neu. Nicht nur innen, sondern auch außen. Der ganze Mensch, Körper, Seele und Geist. Gott hat angefangen, diesen Hunger zu geben, er wird auch den Regen geben. Als Stefan uns gefragt hat, hierher zu kommen, war er noch gar nicht da. Er hat schon das im Glauben gemacht, Stefan Gieger. Letztes Jahr, vor 3/4 Jahr, hat er gesagt, ihr müsst unbedingt nach Paraguay kommen. Du musst unbedingt nach Paraguay kommen. Ich habe ihm erzählt, was ich erlebe auf dem Missionsfeld. Und ich habe gesagt, ja, geh du zuerst mal. Wenn du da bist, dann schauen wir. Aber das ist ein Mann des Glaubens. Und dann 3 Monate später war er da. Und 3 Monate nochmal später, er hat gesagt, es hat nicht geregnet. 3,5 Monate nicht geregnet. Von Anfang des Jahres. Stimmt das? Dieses Jahr war sehr trocken. So, wir waren bei Schwester Iris zu Hause in ihrem Haus. Wir haben gesagt, wir legen jetzt Hände auf dieses Handy, was er geschrieben hat. Betet für Paraguay, dass es regnet. Wir haben nicht mal Wasser für Dusche. Wir haben gebetet. Wie viel 1.000 Kilometer, 10.000 Kilometer entfernt?
Wir haben gesagt, Jakobus 5 sagt, das Gebet des Gerechten vermag viel, wenn es ernsthaft ist. Und Elia war ein Mann wie du und ich. Er war hier oben und hier unten. Er war ja fast manisch depressiv. Zuerst war er so stark und hat Feuer vom Himmel gebetet. Und dann sagte er, ich will sterben. Aber Gott sei Dank ist dieses Gebet nicht erhört worden, bis heute nicht. Er ist nicht gestorben. Er ist aufgefahren zum Himmel. Aber die Bibel sagt, du und ich, wir haben dasselbe Wort Gottes, wir haben denselben Geist. Der Geist des Elia ist der Heilige Geist, ist der Geist Jesu. Und die haben gebetet und gesagt, Herr, schick Regen nach Paraguay. Eine Stunde später zeigt er uns ein Foto per SMS. Die Wolken sammeln sich. Die Wolken sammeln sich. Dann hat es geregnet die ganze Nacht. Und wie lange hat es geregnet? Eine Woche. Mehr oder weniger. Und dann hat er geschrieben, könnt ihr beten, dass es aufhört zu regnen? Es ist zu viel. Gott ist ein Gott des Überflusses. Als ich in Indien war, in Südindien, ganz unten, in Tamil Nadu, da kann es 48 Grad werden, 49 Grad. Manchmal Menschen fallen tot um auf der Straße, weil sie arbeiten müssen in der Sonnenhitze. Und wir sind da gewesen bei einem Pastor. Dieser Pastor, er wollte sich umbringen, weil er wollte Bürgermeister werden und er hat alles verloren. Geld, alles. Er war noch nicht Christ und jetzt steht er an der Brücke und will runterspringen. Aber in Indien predigen sie so, sie stellen die Boxen außen an die Tür und dann predigen sie ganz laut. Du hörst das kilometerweise. Und er steht auf der Brücke und er hört das und er springt nicht. Er gibt sein Leben Jesus. Und dann geht er zu diesem Pastor, der gepredigt hat, und der bildet ihn zum Pastor aus. Und jetzt sind wir bei ihm, er hat schon 4 oder 5 Gemeinden gegründet in 6, 7 Jahren. Das ist der einzige Mensch, den ich bis jetzt gesehen habe, der Hornhaut an den Knien hat. Der hatte Hornhaut, versteht ihr Hornhaut? Dicke Haut an den Knien, weil er immer gebetet hat, so. Gebetet hat, der hatte Hornhaut an den Knien. Und dann sagt er, ja, wir haben Freunde aus der Schweiz, sie werden ein Wort weitergeben heute. Aber vorher hat jemand ein Zeugnis. Was habt ihr erlebt mit Jesus? Dann kommt eine Frau nach vorne, sie sagt, ja, ich war auf dem Totenbett. Der Pastor hat für mich Hände aufgelegt, Jesus hat mich geheilt. Der andere sagt, sie hatte einen Lungentumor, Magentumor und der ist rausgekommen, wie der Mann gebetet hat. Und wir sitzen da und hören zu, ja. Und mein Freund sagt zu mir, sag mal, was machen wir eigentlich hier? Wir sind so kleine Würmchen aus der Schweiz und der erzählt Apostelgeschichte. Ich sage, ja, Gott hat einen Plan. Wenn wir hier sind, Gott hat einen Plan. Da, wo du bist, Gott hat einen Plan. Gott hat einen Plan mit dir. Gott hat eine Zukunft für dich. Gott hat einen Regen für dich. Amen. Ein geistlicher Regen. Ein Regen der Gnade. Mehr als genug. Überfluss. Der Freude, der Freisetzung, des Friedens, der Heilung. Amen. Es ist vorhanden. So ich sage, ich weiß nicht, aber Gott hat einen Plan. Und dann rufen sie uns nach vorne und sie sagen, es hat 7 Monate nicht geregnet. 7 Monate. Und Menschen fallen tot um, wenn sie arbeiten müssen in der Sonne. Jakobus 5. Elia war ein Mann wie du und ich. Und er hat gebetet, und es hat nicht geregnet, 3,5 Jahre. Und er hat wieder gebetet und es hat geregnet. Und dieser selbe Geist wird wiederhergestellt in den letzten Tagen. Glaubt ihr, wir sind in den letzten Tagen? Vielleicht in den letzten Minuten? Jesus kommt bald und er stellt das wieder her, diesen Geist des Elia. Er stellt den neuen Bund wieder her. Weißt du, der neue Bund ist noch besser als Elia. Spricht jemand in Sprachen hier? Ah, 3 Leute, 4. Halleluja. Preis dem Herrn. Das ist ein Zeichen des neuen Bundes. Es gibt alle Geistesgaben im Alten Testament. Prophetie, Heilung, all diese Dinge. Worterkenntnis, Wort der Weisheit.
aber es gibt niemand im Alten Testament, der in Sprachen redet. Es gibt in Jesaja 28, 11, da steht, Savlasav, Gavlagav, Savlasav, Gavlagav. Schau mal nach, so steht das im Grundtext. Das ist das prophetische Wort von Jesaja, dass in den letzten Tagen werden sie sprechen mit unverständlicher Sprache und mit fremder Zunge. Er hat das prophezeit, aber er hat es nicht gesehen. Und dieser neue Bund ist besser. Wir haben mehr sogar als Elia. Glaubt ihr das? Wir haben ein neues Herz, einen neuen Geist, einen neuen Menschen, eine neue Kreatur. Elia war nicht von neuem geboren. Elia hat nicht in Sprachen gebetet. Als Jesus den Blinden geheilt hat, der von Geburt an blind war, haben die Pharisäer gesagt, so etwas hat es noch nie gegeben, in Ewigkeit nicht. Das ist ein Wunder des neuen Bundes. Das gibt es nur im neuen Bund, dass jemand, der von Geburt an blind war, geheilt wurde. Und die Bibel sagt, wir haben einen besseren Bund als Elia, weil Elia war im alten Bund. Amen. Halleluja. Ich bin begeistert. Wir waren in Indien, dann sagen sie, es hat 7 Monate nicht geregnet. Dann sage ich, lasst uns alle aufstehen. Jakobus 5 sagt, wir sollen beten, dass es regnet. Und es wird regnen. Lasst uns aufstehen, wir beten für Regen. Und wir beten, wir sind draußen, das war eine Gemeinde außerhalb, kein Dach. Und wir beten, die ganze Gemeinde, und es fängt an zu tropfen. Ganz wenig. Und der mit dem, hier ist kein Keyboard, mit dem Keyboard hat das zugedeckt, weil er dachte, es kommt jetzt tropischer Regen. Aber es waren nur ein paar Tropfen. So wie der Vater im Himmel sagt, ja, ich habe das gehört, ich kümmere mich drum. Nächsten Morgen sind wir im Hotelzimmer und ich sage, lass uns wieder beten für Regen. Wir beten wieder für Regen. Sage ich, mach doch mal die Fenster auf. Vor dem Fenster war Regen, Regen, Regen. Wir sind getanzt und haben uns gefreut. Überall, wo wir hingegangen sind, hat es geregnet. 14 Tage. Wir sind über diese Brücke gegangen. Es war trocken, ausgetrocknet. 2 Tage später kommen wir zurück. Es war nass. Es war voll. Dann waren wir in einem Restaurant. Wir konnten nicht rausgehen, weil es hat geregnet, geregnet, geregnet. Überall, wo wir hingegangen sind. Und am letzten Tag schieben sie mir ein Blatt, eine Zeitung unter der Tür im Hotel. Und da steht, isolierter Regen in Tamil Nadu. Wo wir gebetet haben, hat es geregnet. Und der Rest war Dürre in Indien. Aber wir sind gleich vor Gott. Wir haben alle Kraft bekommen. Wir haben alle Vollmacht bekommen. Zuerst hat Jesus den Jüngern, den 12, gesagt, ich sende euch aus, ich gebe euch Kraft, ich gebe euch Vollmacht. Das heißt im Griechischen Dynamit, Kraft und Vollmacht, Exousia. Wenn der kleinste Polizist sagt zum größten Lastwagen Stopp, der wird stoppen. Er selber hat keine Kraft, diese Lastwagen zu stoppen. Aber der Name der Uniform, er repräsentiert den Staat. Er repräsentiert die Kraft, die hinter ihm steht. Hast du die Uniform Gottes an heute? Hast du die Kraft Gottes an? Hast du die Waffenrüstung Gottes an? Wenn du Stopp sagst, du hast die Autorität bekommen. Zuerst die 12, dann die 70, dann die 120, dann alle, die das annehmen in dem Namen Jesus. Halleluja. 3-mal habe ich das erlebt. In Kanada war Dürre 7 Wochen. Wir sollten zum Indianerreservat gehen und da predigen. Wir konnten nicht gehen, es war Waldbrand. Es war Evakuation. Wir konnten nicht hingehen. Und wir haben gebetet für Regen, das gleiche Wort. Und es hat geregnet. Halleluja. So einen Gott dienen wir, der unsere Gebete hört. Wir haben einen besseren Bund. Wir haben Geheimnisse offenbart bekommen. Du bist ein Verwalter der Geheimnisse Gottes. Gott hat angefangen, Geheimnisse zu offenbaren, die von Ewigkeit her verborgen waren. Als ich für dieses Jahr gebetet habe, 2019, hat mir Gott gesagt, das wird ein Jahr der Fruchtbarkeit. 9 bedeutet Fruchtbarkeit. Nach 9 Monaten ist die Geburt.
Die neunte Stunde ist die Stunde des Gebets. In der neunten Stunde hat Jesus gesagt, Vater, in deine Hände gebe ich meinen Geist. Und es gibt 9 übernatürliche Geburten in der Bibel, wo Frauen unfruchtbar waren und sie haben gebetet und Gott hat sie fruchtbar gemacht. Wenn Gott sagt, ich bin der Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs, er sagt, ich bin der Gott, der Unfruchtbarkeit zu Fruchtbarkeit macht. Weil Abrahams Frau war unfruchtbar. Isaaks Frau war unfruchtbar. Jakobs Frau war unfruchtbar. Und jede von ihnen hat eine Begegnung mit Gott gehabt und Gott hat sie fruchtbar gemacht. Aber die erste in der Bibel, die Frau, die unfruchtbar war und hat einen Sohn bekommen, war der König Ahimelechs Frau. König Ahimelech, wo Abraham war, und er hat gelogen, Abraham hat gelogen, er hatte Angst, er hat gesagt, Sarah ist meine Schwester. Er hat nur halb gelogen, weil es war seine Halbschwester. Und Abimelechs Frau wurde unfruchtbar, weil er hat Sarah zu seinem Haus genommen. Und dann hat Gott zu Abraham gesagt, jetzt bete du für Abimelechs Frau, damit sie fruchtbar wird. Das erste Heilungsgebet in der Bibel, als Abraham für Abimelechs Frau gebetet hat. Und Abraham selber, seine Frau, war unfruchtbar. Er hatte erst die Prophetie, er hatte erst die Verheißung, das Versprechen von Gott, aber er hat es noch nicht gesehen. Und Gott sagt ihm, bete für diese unfruchtbare Frau. Und sie wurde fruchtbar. Halleluja. Manchmal beten wir sogar für Menschen, die ein Problem haben, das ich selber noch habe. Aber es ist nicht meine Kraft, es ist Gottes Kraft. In Uganda habe ich gesehen, ein Teenager, 12, 13 Jahre, sie hat so dicke Brillengläser gehabt. Sie konnte nicht sehen in die Weite und nicht in die Nähe. Und ich habe für sie gebetet und sie schmeißt die Brille weg. Sie sagt, ich kann lesen, ich kann alles sehen. Jesus hat sie geheilt. Ich habe gesagt, ich freue mich für dich, aber ich bin auch ein bisschen neidisch, weil ich habe immer noch eine Brille. Aber da sehen wir, es ist Gottes Kraft, nicht meine. Weil wenn du eine Brille hast, entweder sie ist schmutzig oder du musst sie putzen. Ja? Und Gott hat auch das geheilt. Aber manchmal kommt die Heilung auch durch das Wort Gottes. Er sandte sein Wort und heilte sie. Ich soll meinen Glauben aufbauen durch das Wort Gottes. Ich soll das essen und hören und verdauen und annehmen und darüber nachdenken und wieder darüber nachdenken. Er sandte sein Wort und heilte sie. Er muss nur sein Wort senden und ich werde geheilt, wenn ich das annehmen kann. Ich habe es noch nicht ganz gelernt, ich habe immer noch eine Brille. Ich muss mehr zu meinem Berg sprechen. Es gibt so viele verschiedene Arten von Heilungen. Gott hat diese bewirkt. Und eine ist die Handauflegung, das ist nur eine. Es gibt verschiedene Arten von Heilungen. Aber es gibt 9 verschiedene übernatürliche Geburten in der Bibel. Die erste war Abimelechs Frau, die zweite war Abrahams Frau, Sarah. Die dritte war Isaaks Frau, Rebekka, die vierte Jakobs Frau, Rahel. Die fünfte, ich möchte kurz über die fünfte übernatürliche Geburt sprechen in der Bibel. Das war Samson. Die Mutter von Samson, sie hat gebetet, der Name steht nicht in der Bibel, Richter 13. Sie hat gebetet, Herr, gib mir einen Sohn. Sie war unfruchtbar. Und der Engel des Herrn ist ihr erschienen, sagt die Bibel. Der Engel des Herrn ist ein Name für Jesus. Ein alttestamentlicher Name für Jesus. Glaubt ihr das? Der Engel des Herrn. Es gibt verschiedene Engel. Es gibt Cherubim, es gibt Seraphim, es gibt Erzengel, Michael, Gabriel, Luzifer, der gefallen ist. Aber wenn die Bibel sagt, der Engel des Herrn, ist es ein alttestamentlicher Name von Jesus. Halleluja. Weil im Alten Testament steht nirgends Jesus. Ist ein Geheimnis gewesen. Und jetzt betet diese Frau und sagt, Herr, gib mir einen Sohn.
Und der Engel des Herrn erscheint dir und er sagt, du wirst einen Sohn haben und er wird ein Auserwählter sein. Er wird ein Gesalbter sein. Er wird ein Nazirer sein. Du sollst ihm kein Wein zu trinken geben, nichts Unreines zu essen und die Haare nicht schneiden. Er ist ein Auserwählter. Und sie ist völlig aufgeregt. Und sie rennt zu ihrem Mann. Sie rennt zu ihrem Mann und sagt, ah Mann, der Engel des Herrn ist mir erschienen. Wir werden einen Sohn haben. Und der Mann sagt, ich will diesen Engel auch sehen. Was für ein kühnes Gebet. Hast du schon mal gebetet? Du willst einen Engel sehen? Darf man das? Ja, in der Bibel steht's. Manoach, so heißt dieser Mann, er hat das gemacht. Wir können beten, Epheser 1,15. Herr, erleuchte die Augen meines Herzens, dass ich sehe, was ich nicht weiß. Dass ich verstehe, was ich nicht verstehen kann. Dass ich tun kann, was ich nicht tun kann. Darum hat Gott den Heiligen Geist gegeben. Und dieser Mann, Manoach, er betet und sagt, ich will auch diesen Engel sehen. Und der Engel des Herrn kommt wieder. Zurück, aber wieder zu der Frau. Und die Frau rennt wieder zu ihrem Mann und sagt, der Engel des Herrn ist da. Komm mit, komm mit, komm mit. Komm mit, da ist der Engel des Herrn. Und was sagt der Engel des Herrn? Normalerweise jede Engelserscheinung, die sagt, ist gut, danke, die sagt, fürchte dich nicht. Warum? Wenn wir so gewaltige Erlebnisse haben, wir fürchten uns. Jedes Mal sagt der Engel, fürchte dich nicht. Und der Manoach, er weiß gar nicht, was er sagen soll. Er hat gebetet und es ist passiert. Und er sagt, ja, was müssen wir tun mit dem Sohn, der kommen wird? Er ist ganz verdattert. Und Jesus wiederholt das und sagt, ja, du sollst diesem Sohn kein Wein geben, keine Unreinheit, nicht die Haare schneiden und so weiter. Und dann sagt Manoach, ja, und wie heißt du? Wie ist dein Name? Was für ein kühner Mann. Zuerst sagt er, ich will den Engel sehen. Dann sagt er, hast du noch deine Visitenkarte dabei? Wie ist dein Name? Und Jesus sagt zu ihm, warum fragst du mich nach meinem Namen? Der ist geheim. Der ist zu hoch für dich. Der ist nicht verständlich für dich. Es ist noch nicht die Zeit, dass dieser Name offenbart wird. Weil das ist das größte Geheimnis seit Anbeginn der Welt. Der Name Jesus. Wann wurde der Name Jesus offenbart? Als der Engel Gabriel gekommen ist zu Maria, die 17 Jahre alte Jungfrau. Und er hat gesagt, du wirst einen Sohn haben. Und du sollst ihm den Namen Jesus geben. Und dieses Geheimnis hat Gott uns anvertraut. Diesen Namen hat Gott dir anvertraut. Was machst du mit diesem Namen? Durch diesen Namen bist du gerufen. Durch diesen Namen bist du gesegnet. Durch diesen Namen bist du erlöst. Durch diesen Namen bist du befreit. Durch diesen Namen bist du geheilt. Gott hat dich berufen. Du bist berufen, jeder einzelne von uns. Wozu? Damit du gesegnet wirst. 1. Petrus 3. Fluchet nicht, sondern segnet. Weil ihr dazu berufen seid, den Segen des Herrn zu erhalten, den Segen des Herrn zu ererben. Das ist unsere Berufung. Unsere erste Berufung ist, gesegnet zu werden. Unsere erste Berufung ist, Gemeinschaft zu haben mit dem Heiligen Geist. Unsere erste Berufung ist Freiheit. Zur Freiheit sind wir berufen. Und wenn wir Gemeinschaft haben mit diesem Jesus, dann wird er zu uns sprechen. Dann wird er uns Weisung geben. Dann wird er uns Lösung geben. Dann wird er uns Türen auftun, die niemand schließen kann. Halleluja. Deine erste Berufung ist nicht etwas zu tun. Deine erste Berufung ist zu empfangen. Halleluja. Weil Gott will uns geben. Gott ist ein Geber. Er ist nicht ein Nehmer. Gott will uns segnen. Gott will uns freisetzen. Gott will uns Stärke und Kraft geben. Gott will Türen auftun, die niemand schließen kann. Amen.
Und er hat uns diese Geheimnisse anvertraut. Was mache ich mit diesen Geheimnissen? Samson hat diese Geheimnisse schlecht verwaltet. Er hat sie schlecht verwaltet. Er hat sie Menschen anvertraut, die ihn in diese Situation gebracht haben, dass er weg von Gott war, dass er, ihr kennt die Geschichte von Samson. Er hat sie den falschen Menschen anvertraut, dass er gefangen wurde, dass er die Kraft verloren hat. Aber wisst ihr, als Samson geblendet wurde, hat er angefangen zu sehen. Da hat er angefangen zu beten. Dann stand er im Palast der Philister zwischen den Säulen und das einzige Gebet, das Samson gebetet hat, hat er gesagt, Herr, gib mir noch einmal diese Kraft, als die Haare nachgewachsen sind. Und er hat mehr Philister in den Tod gebracht, als während seinem Leben. Samson musste blind werden, dass er sieht. Paulus, der Apostel, hat die Christen verfolgt. Und dann ist dieses Licht gekommen und er wurde blind. Und dann hat er gesehen. Dann hat er angefangen, Jesus zu sehen. Dann hat er angefangen, das Reich Gottes zu sehen. Manchmal müssen wir blind werden, um zu sehen. Wart ihr schon mal jemand in Israel? Wenn du in Israel warst, am Freitagabend, da feiern sie das Wort Gottes, die Torah, noch nicht Jesus, aber das Wort Gottes. Und sie beten so, hast du mal gesehen, wie die Juden beten so, sie drehen sich zur Wand und sie beten so. Einen habe ich gesehen mit einem Handy, vielleicht hat er ein SMS geschickt zu Gott. Die beten so, was sehen die da an der Wand? Was ist da? Warum drehen sie sich zur Wand? Weil sie sagen, die sichtbare Welt kann mir nicht helfen. Ich drehe mich zu Gott. Ich muss blind werden für die sichtbare Welt, damit ich Jesus sehen kann. Der Prophet Jesaja ist zu Hiskia gekommen und hat gesagt, du wirst sterben. In Jesaja 38. Und er drehte sich zur Wand. Und hat gesagt, Herr, erbarme dich. Und Gott hat sein Gebet gehört. Gott hat seine Tränen gesehen und er hat gesagt, ich will deinem Leben noch mehr Jahre hinzufügen. 11 Jahre. Weiß nicht mehr wie viele. Viele mehr Jahre. Weil er hat sich weggedreht von seiner Kraft. Er hat sich weggedreht von allem Sichtbaren. Er hat gesagt, nur Gott kann mir helfen in dieser Situation. Gibt es solche Dinge in deinem Leben, wo du an der Wand bist? Wo du nichts mehr siehst? Wo du einfach Gottes Eingreifen brauchst. Ich habe solche Dinge in meinem Leben. Aber Gott ist treu. Gott hat euch berufen zur Gemeinschaft, zur Herrlichkeit, damit ihr seht, wie Gott vor euch hergeht, wie er für euch kämpft. Bleibt nur stehen und seht zu, wie der Herr euch Rettung schafft. Halleluja. Epheser 1,15 sagt, wir können das beten, dass der Geist der Weisheit und der Offenbarung meine Herzensaugen erleuchtet. Dein Herz hat Augen, dein Herz hat Ohren, dass das erleuchtet wird, dass wir den Vater sehen, dass wir seine Berufung sehen, dass wir seine Herrlichkeit, sein Erbe sehen, dass wir seine Kraft erleben. Halleluja. Das ist ein legitimes Gebet. Und ich habe das schon 1000 Mal gebetet. Wenn du anfängst, dieses Gebet zu beten, Herr, Geist der Weisheit, der Offenbarung, erleuchte meine Herzensaugen, dass ich sehe, hier sehe, die Berufung, die Kraft, das Erbe, den Vater. Und er wird das gewiss erhören. Er wird euch das erhören. Halleluja. Jesus, ich danke dir heute Morgen für jede einzelne Person hier, für jedes Herz. Das größte Wunder, das du jemals getan hast, ist, dass du in unsere Herzen gekommen bist, dass du Platz genommen hast, dass du Wohnung genommen hast in unserem Herzen. Ich danke dir für den neuen Bund,
für den Bund der Herrlichkeit, für einen besseren Bund. Ich danke dir, dass du uns frei gemacht hast, dass du uns berufen hast zur Freiheit. Ich danke dir, dass wir diesen Namen kennen, der über jedem Namen ist, den Namen Jesus. Und dass durch diesen Namen Jesus Regen kommt auf dein Volk, Regen kommt auf uns, wo wir durstig sind, wo wir hungrig sind, wo wir mehr wollen von dir, dass dieser trockene Schwamm aufgesogen wird mit deiner Herrlichkeit, mit deinem Erbe, mit deiner Kraft, mit deiner Heilung, mit deinem Segen. Herr, taufe uns neu in deiner Liebe heute Morgen. Taufe uns neu in deiner Kraft heute Morgen. Taufe uns neu in deiner Gegenwart. Herr, wir lieben dich, wir beten dich an, wir verehren dich heute Morgen, wir danken dir, dass du der Gott bist, der uns gerufen hat, der uns berufen hat, Gemeinschaft zu haben mit dir. Öffne unsere Herzensaugen, dass wir sehen, was kein Ohr gehört, was kein Auge gesehen hat, was noch in keines Menschen Herz gekommen ist, hat Gott für die bereitet, die ihn lieben. Und darum sind wir hier heute Morgen, Herr, weil wir dich lieben, weil wir dir den ersten Platz geben wollen. Du hast es verdient, Jesus, durch das Blut am Kreuz, durch die Auferstehung, durch alles, was du uns gegeben hast. Du bist würdig, du bist der wertvolle Sohn Gottes. Du bist derjenige, Herr, der uns würdig macht und fähig macht, zu sehen, was niemand gesehen hat, zu hören, was niemand gehört hat. Vater, ich bete, dass das freigesetzt ist, dass du uns taufst in diese prophetische Sicht, in dieses prophetische Hören. In den letzten Tagen willst du ausgießen deinen Geist auf alles Fleisch. Und wir werden Visionen sehen, wir werden Träume haben, wir werden Zeichen und Wunder sehen. Wir danken dir dafür, Herr. Halleluja. 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 Danke, Jesus. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Ja, Herr, ich danke dir für deine Gegenwart. Und ich habe gefragt, wer schon mal in Sprachen gebetet hat. Das ist ein Zeichen des neuen Bundes. Das ist ein Zeichen, dass der Heilige Geist dich erfüllt hat. Jesus hat gesagt, es ist gut für euch, dass ich gehe, weil ich schicke euch einen anderen Beistand, einen anderen Helfer. Das ist der Heilige Geist. Da steht nicht Heteros Parakletos, da steht Allos Parakletos. Heteros heißt anderer auf Griechisch und Allos heißt anderer auf Griechisch. Aber Heteros bedeutet wie Mann und Frau. Wir sind Menschen, aber wir sind verschieden. Und Allos bedeutet, wie diese zwei Stühle, sind zwei Stühle, aber sie sind gleich. Und Jesus hat gesagt, ich schicke euch einen anderen Helfer, der ist genau gleich wie ich. Der Heilige Geist ist genau gleich wie Jesus. Er tut dasselbe. Er heilt, er rettet, er befreit, er stärkt, er gibt Weisheit, er gibt Verständnis. Halleluja. Ist jemand hier, der möchte den Heiligen Geist empfangen? Heb mal deine Hand, wenn du den Heiligen Geist empfangen möchtest. Halleluja. Der noch nie gebetet hat für die Erfüllung mit dem Heiligen Geist. Der Pfingsten nicht erlebt hat. Halleluja. Ist irgendjemand hier? Und beten alle in Sprachen schon? Dann lass uns aufstehen und alle in Sprachen beten. Lass uns aufstehen. Können wir aufstehen? Zur Ehre Jesu. Halleluja. Können wir ein Gebet zusammen beten? Ja? Können wir sagen, lieber Herr Jesus, erfülle mich mit deinem Geist. Sag das zum Herrn. Hebe deine Hände und sag zu Jesus, erfülle mich mit deiner Kraft. Erleuchte meine Herzensaugen. Fülle mich mit deinem Geist. Fülle mich mit Pfingsterlebnis. Fülle mich. Ich habe Hunger nach dir. Diese durstige Schwamm soll gefüllt werden heute. Herr, ich bete, dass du regnest auf deine Kinder, dass du regnest auf deine Söhne, auf deine Töchter, dass du regnest mit Erfrischung. Herr, lass deine Gnade fallen auf jeden Einzelnen, dass jeder Einzelne eine Erfahrung hat mit deiner Kraft.
Halleluja. 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 Sag ihm, dass du hungrig bist. Sag ihm, dass du durstig bist. Sag ihm, dass du mehr willst von seiner Gegenwart. Halleluja. Das ist die Ruhe, das ist der Friede. Schafft Ruhe dem Erschöpften, schafft Friede demjenigen, der müde ist. Kommt her zu mir alle, die ihr mühselig und beladen seid. Ich will euch Ruhe geben. Vater, ich bedrohe jede Unruhe, ich bedrohe jede Depression, ich bedrohe jeden Selbstmordgedanken, jede Selbstzerstörung. Wir bedrohen das. Du hast uns gerufen zum Leben. Du hast uns gerufen zu leben und zu Überfluss. Danke, Herr, dass du das ausgibst in unserer Mitte. Halleluja.